Anna hat in erster Linie koordinative Themen besser im Griff. Bewegungsabläufe sind deutlich besser als vorher, obwohl sie vorher schon sehr sportlich war. Sie ist selbstbewusster geworden. Und ja, ihr macht es einfach auch riesen Spaß hier zu trainieren. Und diese Komponenten sind einfach wichtig für die Zukunft. Selbstbewusster tanken, ja auch mit Aggressionen umgehen lernen. Ja? Die Verteidigung ist im Vordergrund und nicht der andere. Und das ist ein Paket für die Eltern, eine schöne Situation, weil auch hier eine gewisse Strenge ist und ein gewisser Rahmen, und das fördert auch die Erziehung. Und zwei. Sehr gut. Und drei. Könntest du grundsätzlich die Kampfkunstschule empfehlen? Die Kampfkunstschule kann ich auf jeden Fall empfehlen. Was mir persönlich halt auch sehr gut gefällt. Ich habe hier auch mal so ein Schnuppertraining mitgemacht, bevor Rasmus hier angefangen hat, um einfach auch selbst genau zu wissen, was das ist und wie das gemacht wird. Was mir sehr gut gefällt, ist vor allem auch, dass hier nicht dieser Leistungsgedanke gelebt wird, den man in der Schule oder auch in ganz vielen anderen Sportvereinen hat, sondern dieser Grundgedanke, jeder hat so seine eigenen individuellen Grenzen, an die er auch gehen soll oder sogar auch über die er hinaus gehen soll. Aber es gibt nicht diesen Vergleich, du bist besser, schlechter, sondern es hat jeder seine individuellen Stärken und Schwächen, und an den Schwächen wird gearbeitet, die Stärken werden auch gelobt. Auch die Art und Weise, wie einfach auf die Kinder eingegangen wird und mit den Kindern umgegangen wird, gefällt mir sehr gut, und aus diesen Gründen, ja, würde ich definitiv empfehlen. Zu 100%, das tue ich auch, weil wir eben auch glauben, sagen wir, die Situation auf den heutigen Straßen ist nicht mehr die wie früher, und wir glauben eben auch, dass mit diesem Selbstbewusstsein und mit dieser auch Möglichkeit, sich zu verteidigen, einfach eine Basis für die Zukunft gelegt ist, wo sich A, bei den Eltern ein wenig Sorge reduziert, das sage ich ganz offen, und B, eben auch die körperliche und auch geistige Entwicklung damit gefördert. Insofern empfehle ich auch die Kampfschule. Ich würde es nicht empfehlen, ich empfehle es.